Als letztes Beispiel wollen wir uns anschauen, wie wir Verteilungen durch Histogramme darstellen. Das ist häufig der Fall, wenn ihr zum Beispiel ein agentenbasiertes Modell habt laufen lassen, in dem Agenten miteinander agieren, bestimmte Payoffs akkumulieren, ihr am Ende schauen wollt, wie die Wohlstandsverteilung in eurer künstlichen Ökonomie aussieht oder ähnliches. Histogramme sind sowieso eine der am häufigsten verwendeten Visualisierungsformen und deswegen ist es grundsätzlich eine gute Idee, Kenntnisse darin zu haben, wie wir sie gut darstellen können. Dazu werden wir hier erst einmal selber Daten künstlich erstellen. Wir werden dazu die NumPy Random aus dem NumPy Random Paket die Funktion Gamma verwenden, um Zufallszahlen aus einer Gamma-Verteilung zu ziehen. Dazu werden wir mal den Shape-Parameter 5,0 und den Scale-Parameter 1,0 wählen. Das könnt ihr aber auch gerne anders setzen. Und wir wollen hier als allererstes mal eine Zufallsstichprobe von 100 Elementen ziehen. Und wenn wir uns das dann anschauen, können wir uns mal die ersten 10 Elemente ansehen. Dann sehen wir hier, dass wir hier eine Reihe von verschiedenen Zufallszahlen haben. Und das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass diese Zahlen hier die Wohlstandswerte der einzelnen Agenten repräsentieren und ihr eben hier euch einen Überblick verschaffen wollt, wie gleich oder ungleich eben der Wohlstand unter den Agenten verteilt ist. Auch hier wieder, der Start ist exakt gleich wie vorher. Wir erstellen ein Figure und ein Axis Instanz Objekt und verwenden wieder die Subplots-Funktion aus dem aus der Matplotlib Library, setzen hier am Anfang unsere Fixsize und danach machen wir wieder die typischen Befehle, um die Figur ein bisschen aufzuhübschen. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir ja hier wieder quasi das leere Figure, beziehungsweise die Figure und darauf das leere Access-Objekt, was wir jetzt eben befüllen wollen, allerdings nicht mit einem Zeitreihenplot, sondern mit einem Histogramm. Und dementsprechend werden wir hier auch die Funktion Hist verwenden. Da geben wir als erstes Argument nur unsere Daten an. Und wenn wir das dann ausführen alles, dann sehen wir hier, dass Python uns jetzt auch schon ein recht schönes Histogramm produziert hat. Bei den Histogrammen ist eine essentielle Entscheidung, die ihr immer treffen müsst, die Anzahl der Bins hier. Also wir können das im Folgenden mal dadurch visualisieren, dass wir jetzt nicht dieses Histogramm einmal plotten, sondern mehrmals. Und das machen wir, indem wir hier eine zweimal, also vier Subplots erstellen, also hier die Subplots-Funktion mit zwei Zeilen und zwei Spalten ausführen. Dann werden wir jetzt hier explizit die Koordinaten der einzelnen Subplots angeben müssen. Wir werden das verwenden, um dieses Histogramm hier einmal in vier verschiedenen Ausführungen zu plotten, wo wir jedes Mal eine unterschiedliche Anzahl an Bins vorgegeben haben. Okay, was habe ich hier gemacht? Ich habe im Endeffekt hier wiederum die Subplots-Funktion aufgerufen mit zwei Zeilen, zwei Spalten. Dadurch müssen wir jetzt bei jedem Access-Argument hier explizit die Koordinaten angeben. Ich habe hier eine Variable definiert mit der Anzahl der Bins, die für die jeweiligen folgenden Subplots erstellt werden sollen. Und das habe ich gemacht, weil ich hier dann einfach diesen Teil immer copy-pasten konnte und gleichzeitig wir hier noch die Überschrift einfach hinzufügen können, indem wir hier die Anzahl der
Bilden es mit in die Überschrift nehmen können. Wenn wir das jetzt alles mal ausführen, naja, dann scheitern wir natürlich erstmal glorreich, weil wir hier einen Type-Error haben. Habe ich aus Versehen die Number of Bins als Integer angegeben, aber wir können ja Strings natürlich nur mit anderen Strings addieren oder in dem Falle dann eben zusammenfügen. So, jetzt sehen wir hier an dem Ergebnis, dass es für die visuelle Interpretation einen Riesenunterschied macht, ob wir eben 5, 10, 50 oder 200 Bins für unser Histogramm wählen. Damit kann extrem viel Schindluder getrieben werden. Oft sehen Verteilungen extrem unterschiedlich aus, wenn man eben eine unterschiedliche Bin-Größe wählt. Es gibt auch nicht die eine Methode, die einem sagt, wie groß die Anzahl der Bins sein muss. Ich habe euch im Skript einige Möglichkeiten verlinkt, nach denen ihr das entscheiden könnt. Matplotlib hat eine davon auch implementiert, beziehungsweise eigentlich eine Kombination von beiden. Wenn ihr hier die Bins auf Auto stellt, dann wird Python diese Entscheidung für euch übernehmen. Hier in dem Fall scheint also 14 die optimale Anzahl an Bins zu sein. Und was jetzt an diesem Histogramm vielleicht noch geändert werden könnte, ist, dass man so Kleinigkeiten macht, wie dass man einen Titel hinzufügt. Und dass man vielleicht die Schriftgröße der Ticks hier auf der X- und Y-Achse noch anpasst. Das kann man, wie ihr seht, hier mit dem Argument plt.xticks oder plt.y-Ticks, wenn ihr hier eine Axis-Instanz angebt, könnt ihr das auch für die unterschiedlichen Axis-Objekte unterschiedlich festlegen. Ansonsten, wenn ihr hier die Instanz plt nehmt, dann wird es für alle Instanzen gleich gemacht. Hier habe ich jetzt noch explizit die X- und Y-Labels gesetzt. Genau, ihr müsst natürlich immer nochmal die Figuren und Access Instanzen nochmal neu erstellen, sonst passiert euch hier sowas wie mir, dass ihr dann plötzlich ein leeren Access Objekt vor euch seht. Also hier habt ihr jetzt eigentlich schon ein recht schönes Histogramm erstellt. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, was auch im Hinblick auf die Hausaufgabe gegebenenfalls relevant ist. Jetzt hier auf der X-Achse habt ihr die absolute Häufigkeit von diesen Zahlen hier abgebildet. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euch dort die relativen Zahlen abbildet und das macht es einfacher, verschiedene Histogramme miteinander zu vergleichen. Und vor allem macht es das einfacher, wenn ihr noch originale Verteilungen darüber plotten wollt. Das ist jetzt in der Hausaufgabe zwar nicht explizit gefragt, aber in dem Beispiel, was ich euch in dem Skript gegeben habe, was ihr sehr gut als Vorlage für die eine Lösung der Hausaufgabe nehmen könnt, habe ich auch noch theoretische Verteilungen hier in das Histogramm geplottet. Das ist jetzt nicht unmittelbar relevant, das ist aber vielleicht schön zu wissen. Und gerade wenn ihr sowas macht, ist es wichtig, hier die relative Häufigkeit zu nehmen. Wenn ihr euch das anschaut, sieht man auf den ersten Blick erstmal keinen offensichtlichen Unterschied. Das Histogramm sieht genauso aus, allerdings hier eben die relative Häufigkeit angegeben und nicht mehr die absolute. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die theoretische Gamma-Verteilung noch plotten möchtet, dann würde das nur funktionieren, wenn ihr hier die relativen Häufigkeiten angebt. Das war es jetzt auch schon mit dem Beispiel von dem Histogramm. Ihr seht, die Syntax ist sehr ähnlich zu dem, was ihr kennengelernt habt, auch bei den Zeitreihen. Hier nur dieser
Ist-Befehl ist eben etwas anderes. Bei der Hausaufgabe werdet ihr wieder aufgefordert, einen 2x2-Subplot zu erstellen. Allerdings solltet ihr hier nicht die Anzahl der Bins variieren, sondern die Größe der Stichprobe, die jeweils für die einzelnen Plots gezogen wird. Und dadurch sollt ihr euch eines der berühmtesten Gesetze der Statistik sozusagen nochmal direkt selbst vor Augen führen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und das wäre es dann gewesen.